Ein ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren, und meine Geschwister im Glauben. Ich heiße Hope und mein YouTube-Kanal heißt Bonimbusch. Auf diesem Kanal bereiten wir die wunderschöne Braut Jesu vor. Ja, auf diesem Kanal, wie ich da vorhin erwähnt habe, wir bereiten die Braut Jesu vor, indem wir durch das Wort Gottes unser Bräutigam, Herr Jesus, zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, ganzem Denken, ganzer Kraft. Und dass wir hier lernen und mit unserer ganzen den Herrn zu lieben, der uns so sehr geliebt hat und gab sich am Kreuz. Indem wir auch da durch die Liebe für ihn, war der Heilige Geist, den wir empfangen haben, der Geist der Liebe, durch den Geist Gottes, dass wir die Liebe Gott, wir von dem Herrn, Herr Jesus, empfangen haben, auch ihm das zurückzugeben. In den Namen Jesus Christus. Das, was wir hier, worüber hier wir auf diesem Kanal sprechen. Bevor ich beginne, ich möchte mal singen. Und ich singe gerne. Ja. O Herr, du bist heilig, so heilig. Oh, I'm sorry. Entschuldigung. Deinem Namen, alle deine Wege. O du bist gerechter, o gerechter, in alle deinen Wegen. O Herr, du bist barmherzig. Du bist barmherzig in alle deinen Wegen. Oh, du bist gerecht, Herr, so gerecht in alle deinen Wegen. Oh, ja, du bist barmherzig, so barmherzig in alle deinen Wegen. Oh, ja, du bist herrlich, so herrlich in alle deinen Wegen. Du bist gerecht, so gerecht, Herr, in alle deinen Wegen. Amen. Zu Lamm Gottes, das auf den Gnadenthron sitzt, ich erhebe ein Klang, ich erhebe ein Klang. Ja, Jesus, du allein, du bist Gott allein. Halleluja, Halleluja. Oh, to God most high, King of heavens, to God most high, ruler of the earth, to God most high, King of nations, hallelujah, to God most high, hallelujah, to God most high. Amen, amen. I enter to holy of holies. I enter to the blood of the Lamb. I enter to worship you, only Lord. We enter to honor I am. Lord, we worship you. Oh, Lord, we worship you. For your name is holy. Your name is holy, God. For your name is righteous, your name is glorious, Lord. Amen, amen, amen. Ihr konntet da weiter singen, aber ich möchte mal das Wort Gottes eingehen. So, heute möchte ich über ein wunderschönes Thema. Dieses Thema heißt Heiliger Geist, der Geist der Liebe. Der Geist Gottes, der Geist der Liebe. Darum, Herr Jesus Christus kam, wegen Liebe kam er. Er kam, weil Gott so sehr uns geliebt hat. Vielleicht, wenn du meinen YouTube-Kanal da folgst bis jetzt, oder vielleicht bist du neu,
Ich habe einige Zimmer gemacht, das, warum wir erschaffen worden sind, ist, war nur, aus nur reine Liebe, weil Gott uns so sehr geliebt hat, hat Menschen geschaffen, in seinem Ebenbild, um seine Ähnlichkeit zu leben. Aber der Mensch, der Adam, unser erster Vater, konnte das nicht ausleben. Er ist gefallen. Und dann in Sünde, und dann die Sündenfall kam in jeder Mensch, jeder von uns. Und Herr Jesus kam. Gott, der Mensch wurde, er kam. Und dieses Beispiel vorzuleben, was Gott mit Adam geplant hat. Und dann mit Liebe, die gleiche Liebe. Und Gott sandte seinen Sohn. Gott, der Mensch wurde, ne, kam in der menschlichen Form, uns diese Liebe vorzuleben. Und dann er kam, war Gott so sehr die Welt, da die Menschen und seiner Schöpfung. Er kam wegen Liebe. Und der Heilige Geist, der gekommen ist der Geist der Liebe. So wie wir jetzt gehen werden. Und jetzt möchte ich da eingehen. Ich möchte mal da Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3. Oder nee, geh mal so 1. Korinther. 1. Korinther Kapitel 2. Vom Kapitel 2, vom 6 bis 12. Und dann kann ich Johannes Kapitel 3 gehen. Dann kann man da genau verstehen, worüber. Ich gehe mal erstmal 1. Korinther. So, 1. Korinther Kapitel 2, Vers 6 bis 12. Ist so eine Bibel, ist eine Bibel, Bibellehre, dass man, ne, nimm sie Zeit und lese alles nach und bete auch, während du da diese Dinge, diese Versen liest. Und ich bete, Vater, heiliger Vater, in den allmächtigen Namen Jesu Christus. Herr, ich danke dir, dass ich das überhaupt tun darf, ja. Heiliger Geist, du hast die Bibel geschrieben. Du hast den Menschen da die Inspiration gegeben, geleitet, die Bibel zu schreiben. So, Herr, das ist deine Worte, das ist dein Geist, der dahinter steckt. Herr, bitte rede durch mich. Das sind da die Menschen, die da zuschauen werden, Herr. Dass du durch diese Worte den Menschen da auch begegnest. Und dass du da denen begegnest, Herr, genau wie du dieses Wort oder diese Worte geschrieben hast, was du gedacht hast, wie du da was du gemeint hast. In dem Namen Jesus Christus, in Jesu Namen. Amen. Alle Ehre, alle Dank sei dem Herrn. Amen. Amen. So. Meine Dinge sind ein bisschen neblig. Okay. Jetzt gehen wir denn jetzt 1. Korinther, Kapitel 2, Vers vom 6 bis 12. Es sagt, wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeiten, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht, was kein Augen gesehen, kein Auge gesehen und kein Ohren gehört und keine Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihm lieben. Wieder. Gott hat denen bereitet, die ihm lieben. Er sagt, kein Auge gesehen und kein Ohren gehört und keine Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihm lieben. Wegen Liebe. Das ist, was Gott die bereitet hat, die ihm was lieben. Und dann gehen wir weiter. Und dann Vers 10. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Wodurch hat Gott das offenbart? Durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles. Auch die Tiefe Gottes. Und Vers 10. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Geist Gottes offenbart Dinge. Er sagt, offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. So, Vers 11. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes, als nur der Geist Gottes. Hier nochmal, denken wir auf 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Ich wiederhole die 10 und 11.
Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles. Auch die Tiefe Gottes. Vers 11. Denn wer von dem Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes, als nur der Geist Gottes. So, wir hier über diese zwei Versen reden über den Geist Gottes und den menschlichen Geist. Er sagt her, wir durch Geist Gottes sind Dinge offenbart. Und sagt her, nur wer kann die Gedanken der Menschen erkennen, außer nur die Gedanken der Geist, dieser Mensch kann seine Gedanken denken, erforschen. Oder wer kann die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So kennt auch niemand die Gedanken Gottes. So, warum Gottes Geist, der menschliche Geist? Gehen wir jetzt Johannes Kapitel 4, von 24. Ich werde mal auf diese Verse, diese zwei Verse, das ist 1. Korinther Kapitel 1, Kapitel 2, Vers 10 und 11 zurückkommen nochmal. So, gehen wir nochmal Johannes Kapitel 4. Ja, Kapitel 4, Verse 22 bis 24. Das da, auf diese 1. Korinther geht um den menschlichen Geist, den göttlichen Gott, sein Geist, offenbar Dinge. Weil er die für denen, die ihm lieben, und dann offenbarte Dinge. Und dann der menschliche Geist kann nur die Gedanken der Menschen da auch erkennen. Aber dann der Gottes Geist erforscht Dinge, was in Gottes, auch in Gott ist. So, gehen wir weiter. Hier, Johannes Kapitel 3, Kapitel 4, Vers 22. Ihr bietet an, was ihr nicht erkennt. Wir bieten an, wir beten. Nochmal. Johannes Kapitel 4, Vers 22 bis 24. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. 23. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter dem Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott sucht denen, sagt Vers 23. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter dem Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Denn Gott ist Geist, die ihm anbeten, müssen ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. So, der Geist Gottes und der menschliche Geist. Gott offenbart Dinge durch seinen Geist zu dem menschlichen Geist. Darum, vielleicht hast du mein Video, wo ich gesagt habe, wie man Gott da gefallen durch die Leitung von Heiligen Geist. Ich möchte mal da korrigieren, darum mache ich dieses Video. Der Geist Gottes offenbart nicht zu die Seele oder die Gedanken, nein. Der Geist Gottes offenbart zu dem menschlichen Geist. Und der menschliche Geist offenbart dann zu Gedanken, dass der die seelische, die Gedanken und die Denken und dann die seelische gibt weiter. Dass der Mensch da Bescheid weiß, was Gott in diesem Moment will. Das ist, warum ich dieses Video. Geist Gottes geht nicht offenbar nicht zu der Seele, nein. Es ist Geist Gottes und menschlicher Geist. Da ist ein Geist da. Warum so menschlicher Geist? Werde ich da nochmal gehen. Wir sehen hier, Gott sucht wahre Anbeter, die ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. 24. Gott ist Geist und die ihm anbeten müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Gott anbeten müssen ihm im Geist und in der Wahrheit. Und Gott sucht solche Anbeter. Nur um Gott im Geist und in Wahrheit anbeten zu können, muss man hier, gehen wir jetzt, die Gott akzeptabel ist, weil diese Anbetung ist ein Gesang. Vielleicht singen kann dazu sein, aber nicht singen. Aber es geht nur die ganze Anbetung, was man Gott, die Opfer, was man Gott opfert. Von diejenigen, von dem Leben diejenigen, die Gott da anbietet, ist da durch Gebet, durch Wandeln, durch Opfer, durch Ermutigung. Das ist, wenn das von Gottes Geist, Gott sagt, er sucht denen, die ihm im Geist dazu tun werden, im Geist und dann die Wahrheit. Das sind die wahren Anbeter, die Gott sucht. Warum? Gehen wir hier. Johannes Kapitel 3, Vers 3.
Vers 1. Und sagt, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern, namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam beinahe zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. So, 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das Neugeborene-Dasein ist, gehen wir weiter, und dann Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist, aus Wasser und Geist, ihr könnt da Wasser aus Taufe, als durch das Wort Gottes und Geist, also Wasser und Geist geboren wird, so kann er in das Reich Gottes nicht eingehen. So, und dann hier, Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Das geht her. Und Gott eine akzeptable, Anbetung, die ihm akzeptabel ist, muss man vom Geist geboren sein, neugeboren sein. Diese Anbetung muss vom Geist Gottes da kommen, die der Geist Gottes zum menschlichen Geist da vermittelt und der menschliche Geist gibt dann zu die seelische oder die mentale, die denken, dass er dasjenige in die Sichtbare bringt. Dass der Gott da akzeptiert, der ihm akzeptabel ist. Darum er sagt, er sucht wahre Anbeter. Wahre Anbeter, die ihm im Geist und in Wahrheit anbeten. Der Vater sucht solche. Um Gott solche Anbetung anbieten zu können, man muss vom Neugeboren sein. Man muss vom Geist, als Geist geboren sein. Geist Gottes, in denen dann dein Geist Gottes und dein Geist kommt und dann dein Geist mit Geist Gottes wird eins. Darum gehen wir weiter. Dass man akzeptable, eine Anbetung, die ihm akzeptabel ist, da anbieten kann. Okay, gehen wir weiter nochmal da. Ist jetzt, da ist jetzt, ich möchte dieses Video höchstens 25 Minuten, dann ist genug. So, hier, und dann hier, da, Lukas Kapitel 17, Vers 20 bis 21. So, hier, Lukas Kapitel 17, Vers 20 bis 21. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. 21. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, Jesus Christus ist das Reich Gottes, die mitten unter euch, unter denen war. Ist das Reich Gottes, was vom Himmel auf die Erde kam. So, das Reich Gottes, wann er Jesus Christus jetzt nicht mehr auf der Erde, ist jetzt gegangen. Und dann schauen wir mal jetzt. So, wenn das Reich Gottes ist da, das Reich Gottes ist in dir. Ist hinein in dir. Und das Reich Gottes ist in dir und dann. Und nicht so leid, der Geist Gottes ist das Reich Gottes in dir, ist der Heilige Geist, der Geist von Jesus. Und dir zu zeigen, zu leiten, was die himmlische und himmlische Lebensart hier auf der Erde zu leben und die Gott da Ehre bringt, die Anbetung. Das, was es bedeutet, Gott anbeten, in Geist und in Wahrheit, dass Gott Ehre bringt. So, gehen wir da Römerbrief, Kapitel 8, Vers 19, wenn ich nicht tausche. Vers, ist das 9 oder 19? Ja, okay, hier. Römer Kapitel 8, Vers 9. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht was. Okay, na, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Geist Gottes in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat,
der ist nicht sein. Ich sag mal, wer aber den Geist des Christus nicht hat, so den Geist, was wir haben, das ist das Reich Gottes, was jetzt in uns ist. Ist Geist, ist der Geist von Christus, der Geist von Jesus, was in uns ist. Woher Jesus, als der Herr auf der Erde, sagt zu den Pharisäern, der himmlische, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Als er weggegangen, er sagt, ich gehe, ich werde euch einen Tröster da zurücklassen. Ich gehe, ich schicke mal einen Tröster, werde jemand schicken, der euch dann begleitet, wird euch begleiten, werde euch alles in Erinnerung bringen. Das ist der Geist, der Jesus gegen uns schickte, er kam, als er den Geist zurück. Und dieser Geist Gottes ist in uns. Und Gott eine Anbetung, die ihm akzeptabel ist. Nur Geist Gottes weiß, was Geist Gottes weiß, was Gott gefällt. Er forscht und bringt uns das, dass wir die richtige Anbetung zu Gott bringen können. Das ist ja 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 10 bis 11. Er sagt uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen was? Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Vers 11. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes, als nur der Geist Gottes. So, um Vermittlung, uns Dinge zu zeigen, es ist nur der Geist Gottes, der durch unser Geist Gottes spricht, vermittelt durch unser Geist. Unser Geist vermittelt durch unser Denken und unsere Seele und wir nehmen Aktionen. Wir tragen das aus, wir üben das aus, wir bringen das in Tat oder in Taten, dass Gott Ehre bringt. Darum sagt er, alles, was nicht durch seinen Geist getan ist, Gott oder wird alle wird durch Feuer gehen. So, alles, was wir tun, unser Werke für ihn wird durch Feuer. Die einzige, die bleiben werden, ist alles, was durch seinen Geist geboren sind. Gott sucht wahre Anbeter, die ihm im Geist und in Wahrheit anbeten. Und jetzt, solche sucht Gott. Jetzt ist die Zeit, wo Gott sucht. So, wenn du Geist Gottes hast, und das ja darum, Gebete ist wichtig. Wo Gott da basiert und diese Dinge, sein Geist zu reden, ist auf Liebe, weil der Geist, Heilige Geist, ist Geist der Liebe. Wenn wir sehen, auch die Früchte des Geistes, ich glaube, wenn ich so richtig ausspreche, ist die erste, was steht, ist Liebe. So ist die Liebe. Hier Jesus kam, als Zeichen der Liebe, ist er gekommen, um die Welt zu retten. Warum wir erschaffen sind, durch Liebe, weil Gott uns so sehr liebt. Und darum sagt er auch in Markus 12, 30, er sagt, lieb ihm von ganzem Herzen, von ganzem Denken, ganzer Kraft, ganzer Denken, ganze Seele, ganze Denken und Kraft. Das ist da. Und da auf Liebe wird der Geist Gottes basieren und ruhen und da uns Dinge zu offenbaren. Wenn da Bitterkeit ist, darum all diese Dinge, das wo Gott uns gerettet hat, er hat uns da rausgeholt. Das sind die Finsternissen, wo Gott uns rausgeholt hat. Er brachte uns in seine Herrlichkeit, in sein Licht. Dass wenn wir sein Licht, sagt, wer ihm annimmt, er ist das Licht der Welt. Wer ihm nachfolgt, wird nicht mehr im Finstern wandeln. Ihm nachzufolgen, ist geleitet durch den Heiligen Geist. Und durch die Leitung des Heiligen Geistes, der Heilige Geist offenbart, was Gott akzeptabel ist. Die ihm anakzeptable was? Anbetung. Da werde ich noch mal. Darum ist Roma Brief, Kapitel 8, Vers 1. So, er sagt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. So, es gibt keine Verdammnis mehr, die in Christus sind, die gemäß dem Geist Gottes wandeln. Der Geist Gottes weiß, kann nur richtige Anbetung uns leiten zur Anbetung, die Gott akzeptabel ist. Wir haben den besten Schatz überhaupt, den die Himmel und Erde erschaffen hat. Ich möchte mal noch mal gehen. Ich habe gesagt 25. Da gehen. Welche große Schatz war Heiliger Geist? Was ja eine große, was er ist. Da gehen wir daher. Ich bin nicht mehr würdig, über ihn zu reden, aber ihm, der Herr, gebührt die Ehre, dass ich bei ihm reden darf. Er sagt her, wir haben heute Bibelabend gemacht. Das ist in Sprüche
In Sprüche Kapitel ja, in Sprüche Kapitel 8, Vers 23. Er sagt, er war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor dem Ursprung der Erde. Er sagt, er war vor, er sagt ja, ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor dem Ursprung der Erde. Dann gehen wir 22. Das Sprüche Kapitel 8, Vers 22. Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges. Er etwas machte vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor dem Ursprung der Erde. Das ist der, von bevor die Erde überhaupt in der Sichtbar war. Heiliger Geist wurde da, er sagte, der Herr besaß ihn. Das ist der, in jedem uns ist. Das ist wer in uns jetzt ist, der uns. Das ist zu unserer, wenn wir wollen, dass Gott mit uns jede Sekunde, der Minute ist, ist, lass den Heiligen Geist uns leiten. Wir werden Gott so viel Ehre bringen. Und Gott wird auch mit uns jederzeit sein, wie hier, wie bei Herr Jesus Christus. Ja. Ist ja Johannes Kapitel 8, Vers 29. Wenn wir von der Heiligen Geist geleitet, von dem Heiligen Geist geleitet werden, wir werden jederzeit tun, was Gott am Wohlgeruch ist. Er wird auch mit uns sein. In Jesu Namen. Hier, Johannes Kapitel 8, Vers 29. Ja, hier. Er sagt hier, und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue aller Zeit, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Er sagt, der Vater, und der Vater, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Wer ist da, warum tut er? Durch die Leitung von Heiliger Geistes. Ich möchte mal geben, weil jetzt auf Johannes, gleich Johannes da, Kapitel 15, Vers, Johannes Kapitel 15, Johannes Kapitel 15, Kapitel 15, Vers 15, Kapitel 5, Vers 15. Er sagt, gleich wie der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Und dann hier, Vers 10, das ist Johannes Kapitel 15, Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Darum, er brach auch viele Früchte. Sein Vater war ihm immer bei ihm. Warum? Er tat alle Zeit, was ihm wohl gefällt. Wie war das möglich? Durch die Leitung des Heiligen Geistes. Weil der Heilige Geist war seine Leitung. Ihm brachte ihm der Erfolg und ihm zeigte, was sein Vater, der Moment, die Anbetung, die ihm entsprechend ist, die ihm wohlgefällig ist. Nur der Geist Gottes Furcht kann uns da leiten und zeigen, was Gott wirklich Anbetung ist, dass ihm am Wohlgeruch ist, in Jesu Namen. Und ich glaube, damit höre ich auf. Ich werde mal dieses Thema weiter behandeln. Der Herr segne euch. Und der Herr ruft uns an ein geheiligtes Leben. Er sagt, komm zu ihm, all die Mühe, komm beladen. Dieser Geist Gottes ist ein erquickender Geist. Wir haben einen Heiligen Geist, der Geist Gottes, der Rat, alles da. Er sagt, Geist Gottes, forscht alles und bringt das zu den, nachdem er alles durchgesucht ist, die beste Suchmaschine, der Geist Gottes. Wie du dein Geschäft laufen soll, ist der Geist Gottes. Er wird dir zeigen. Wie du deine Ehe, wie du deine Kinder sind, Geist Gottes. Du Schüler, wie du da welche, ist Geist Gottes. Gott hat uns so, hat uns nicht so wie ich sag mal, die Opfer, oder wie sagt man, weise dazu gelassen. Er hat uns Heiliger Geist, unser Begleiter, unser Leiter, unser Führer. Aber wenn er was sagt und Dinge zeigt, wir machen, wenn wir da gehorchen, der mehr nimmt da Kraft und nimmt da Platz in uns. Und wir werden auch geistlich wachsen, in Jesu Namen. Der Herr segne euch. Und ich bete, nachdem du oder sie gehört hast heute, dass wenn der Geist Gottes sich da sagt und sich da
Dinge zeigt, dass du da bewegst und dass du da tust. Du wirst sehen, wie der Geist Gottes dir mehr Platz in dein Leben nehmen wird. Jesu Namen. Sei gesegnet, sei gesegnet. Was auch immer du durchgehst, ich bete, dass der Heilige Geist, der diese Thema Berufung hat, dass er dich begegnet in dem Namen Jesus Christus. Dass er dir nochmal tiefer, tiefer Dinge offenbart. Was da, vielleicht wo du da, außer weil du da denkst, ah, ich weiß es nicht, weiß es nicht. Normal, wir als Christen sollten wir diese Konfusion nicht haben, weil wir, der Geist Gottes ist in uns, der das Universum da erschaffen hat, der die Himmel und Erde erschaffen hat, bevor überhaupt der alles in die Sichtbarkeit kam. Der ist in uns, der Geist, der erquickt. Und ich bete, dass ihr alles, was Gutes, was der Herr in dein Leben hineingegeben hat, die da vielleicht da gestorben sind, die tot geworden sind, die da die da nicht mehr funktionieren. Ich bete, sind da Organe, die da nicht mehr funktionieren. Ich bete, dass der Geist, der erquickende Geist Gottes, wir das erquicken, in Jesu Namen, dass dein Leben lebendig macht, dass du da kommst, aufkommst und zur Lebendigkeit kommst. Wozu Gott dich erschaffen hat, in Jesu Namen, dass deine geistlichen Ohren da erquickt, dass du da, wenn er spricht, dass du hören kannst, dass er deine geistlichen Ohren und Augen da erquickt, dass du siehst. Vielleicht hast du vorher Visionen gesehen, wo du nicht mehr siehst, dass der Geist Gottes, dass deine Augen, geistliche Augen da öffnet, dass jede Verdeckung, jede geistliche Blindheit, dass da verschwindet in den Namen Jesus Christus. Dass der Geist Gottes das reinigt und deine geistlichen Ohren öffnet, dass du klar und deutlich hören kannst in den Namen Jesus Christus. Und ich bete, als der Heilige Geist hier da neu beginnt, dass du da, wenn er spricht, dass du auch hörst und da auch, dass du auch Früchte den Herrn bringen kannst. Jesu Namen. Sei gesegnet, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Auf Wiedersehen.